In welchem Bundesland wohnst du? Im Moment Rheinland-Pfalz. Hältst du Winterschlaf? Nein. Wie bist du darauf gekommen, Cover von Liedern zu machen? Ich wollte es einfach machen. Also es ist schon ewig her, ich hatte noch lange vor diesem Kanal einen anderen Kanal und noch lange vor dem Kanal einen weiteren und da war eben Musik drauf. Oder da habe ich eben Musik gemacht. Damals war das so mehr so Metal und Screamo-Kram, aber vom Prinzip her eben genau das gleiche. Einfach Cover von Liedern gemacht, weil ich das halt cool fand. Wie ist dein Channel entstanden? Ich nehme an, das ist auf diesen aktuellen Channel bezogen. Wally und ich hatten die Idee, mit YouTube Geld zu verdienen. Also haben wir uns einen Kanal gemacht, den wir dann aber irgendwann etwas später wieder verlassen haben oder mussten, aufgrund von diversen Problemen. Dann haben wir einen neuen gemacht, das ist dieser hier, Entertain Brothers. Und Beryl ist dann irgendwann gegangen, beziehungsweise wollte seinen eigenen Kanal machen mit Only Cod. Und ich habe dann einfach den alten weitergeführt, umgenannt und weitergeführt und ja. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Was war dein erstes Video? Hier auf diesem Kanal waren es, glaube ich, Minecraft-Videos oder war es ein Minecraft-Video? Und generell, also mein erstes Video überhaupt, ist schon ewig lange her, schon 23 Jahre. Da war ich so 5 oder 6, ich habe mit meinem Cousin früher ziemlich viele Videos gemacht, wir haben Jackass nachgemacht. Und sind dann in Büsche gesprungen, haben so einen Scheiß gemacht, voll bescheuert. Woher hast du Guschtel? Guschtel ist mein abgetriebener Halbbruder, der es doch irgendwie geschafft hat zu überleben. What the fuck? Hä? Wieso ist jeder besser in Fortnite als ich? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du einfach noch ein bisschen trainieren oder so. Ist dein Rasierer kaputt? Nein. Kommt ein Wurfmesser raus in Battle Royale? Wenn ja, das wäre cool. Ich habe keine Ahnung. Wie alt bist du und wie lange machst du schon YouTube? Ich bin 27 Jahre alt und mache YouTube, seit es YouTube gibt, seit 2005, glaube ich. Aber natürlich nicht so, wie ich es jetzt mache. Hätte ich damals schon so daran gearbeitet wie jetzt, wäre ich wahrscheinlich der größte YouTuber der Welt. Ich habe auch schon vor YouTube Videos gemacht und auch hochgeladen. Aber da es halt kein YouTube gab, waren das andere Seiten, die ich da befüllt habe, so wie Orschlurch, Bambusratte und so weiter. Wie viel sind 3755 mal, Klammer auf, 126 plus 999 durch 4, Klammer zu, minus 3249? Ganz klar, 1.407.692,25, nicht abgelesen. Weißt du, wo meine Flecken sind? Ich habe keine Ahnung. Wie stehst du zu Schnurrbärten? Ich hatte früher immer Angst, dass ich nur hier einen bekomme und sonst nirgendwo einen. Und dann habe ich, als ich eigentlich hätte überall Bart tragen können, nur hier einen getragen, weil ich gesagt habe, das ist ein Charakterbart. Den kann man nicht immer tragen. Also nicht jeder kann das tragen. Es sieht meistens ziemlich pädophil aus. Aber da ich ein Charakterbeast bin, stehe ich sehr positiv dazu. Gibt es in Zukunft neue Projekte? Natürlich. Nerven dich Fragen, die oft wiederholt werden? Nö. Also, im FAQ nicht. Es fuckt aber brutalst ab, wenn die Leute zu einfältig sind, um nicht dumm sagen zu müssen, und sich nicht informieren können. Ich werde bei Videos, wo die Playlist direkt im Video selbst auf dem i verlinkt ist und am Ende nochmal verlinkt ist, die Playlist, werde ich gefragt, ob es davon noch mehr Folgen gibt. Das tut schon weh. Das ist manchmal ein bisschen kacke. Oder, wann streamst du? Die Streamzeiten stehen unter jedem Also, wenn ich solche Fragen habe an einen YouTuber, dann klicke ich unter dem Video, wo ich gerade bin und mir die Frage in den Kopf kommt, auf Beschreibung und schau mal, vielleicht steht's da drin. Wenn nicht, gucke ich in seine Kanalbeschreibung, ob es da drin steht. Und dann suche ich seinen Namen auf Twitch, vielleicht steht's ja da. Seid nicht so behindert, kommt schon. Warum hast du CSGO angefangen? Wegen euch. Ihr habt gesagt, hey, kennst du Counter-Strike? Und ich so, ja klar. Ich spiele Counter-Strike seit 2002 oder 2003, da war ich 12, 13. Das waren auch so die ersten LAN-Partys, auf denen ich war. Ich war bei Source eine ziemlich lange Zeit lang ziemlich aktiv in der ESL, habe in Ligen gespielt und so weiter und so fort. Und war halt ultra gut. Das war so meine Zeit, so wie bei vielen von euch, diese CSGO-Zeit, euer Haupt-Counter-Strike war und viele von euch da vielleicht auch bei Faceit und hin und her spielen. So habe ich es halt damals bei Source gemacht. Und dann kam Go und es war klar, dass es früher oder später Source ersetzt und wir hatten alle so einen Hals drauf. Wir haben es uns zwar vorbestellt und auch gespielt, einmal und sofort gesagt, was ein dreckiges, abgefucktes Scheißspiel. Und dann war es das für uns auch, aber Jahre später sagt ihr, hey, mach doch CSGO so ein bisschen auf YouTube, oder? Warum nicht? Und ich so, ja, ich kann mal wieder was anderes probieren, können wir gerne machen. Und deswegen spiele ich CSGO. Hast du einen guten Schlafrhythmus? Nein. Wie viele Lenkräder hast du schon verzehrt? Noch gar keins. Ich bin krank, Valentinstag-Stream. Leider nicht. Lieblingsspeise. Bin ich das? Leider nicht. Ich mag Oreo-Kekse überhaupt nicht. Ich bin scheinbar einer der wenigen, denen Oreo-Kekse überhaupt gar nicht zu sagen. Ich finde die jetzt nicht eklig, aber es ist schon nah dran. Meine Lieblingsspeise. Also süßigkeitsmäßig oder generell hauptnahrungstechnisch? Schwierige Sache. Ich esse in letzter Zeit ziemlich viel und ziemlich gerne Döner. Und bei Süßigkeiten bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube diese Butterkekse mit Schokolade drauf. Die ganz normalen. Die Schokoladen. Kekse, die man so am Rand abknabbern kann. Die. Gibt es ein Map-Update? Vor kurzem gab es eins auf Nuke. Wen findest du besser, Bieber oder Trilux? Da ich
nur Trilux ein bisschen geschaut habe und Bieber halt nur vom Hörensagen kenne, maximal kurz bei ihm vorbeigeguckt habe, Trilux, weil ich ihn besser kenne. Aber das soll keine Unterscheidung im Charakter oder ähnliches sein, weil ich, wie gesagt, beide eh kaum kenne. Wo wohnst du? In Deutschland. Zwei Fragen. Eine zusätzliche Hardware zu gebrauchen, zum Beispiel den Tobii Eye Tracker und diesen zu konfigurieren und zum Beispiel auf Tastendruck Q sporadisch zu aktivieren, um entsprechend mit den Augen für Sniper, also zum Beispiel AWP, das Aim mit den Augen zu machen, was an dem Sniper-Bildschirm sehr gut funktioniert. Ist das noch legit? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich denke, sowas könnte vielleicht Richtung Hardware-Abuse gehen? Bug-Abuse? Hardware-Abuse? Ich weiß es nicht. Meines Erachtens ist es vielleicht, wenn es 1:1 wirklich gut funktioniert, nicht so wirklich legit, weil man einfach einen sehr großen Vorteil hat gegenüber Leuten, die das Spiel sehen, Information geht rein, wird verarbeitet, dann wird gedacht, okay, wir müssen da und dahin zielen, die Information geht runter durch den Arm in die Hand und erst dann aimt man dahin, wo man hin aimen möchte. Ich glaube, da ist es einfacher, wenn es dann 1:1 funktioniert, in Originalgeschwindigkeit mit den Augen dahin zu gucken, wo man hinschießen will, und das ist, glaube ich, nicht mehr legit. In CSGO gibt es Ping-Spikes, beziehungsweise erhöhte Pings. Da gibt es mehrere Gründe. Einer ist, wenn zum Beispiel ein Gegner noch nicht sichtbar sind für das Auge, da Mauer jedoch in unmittelbarer Umgebung sind, da Gegner hinter Mauer. Die Frage, wenn ich mir die Ping auf meinem LCD-Display auf der Tastatur groß ziehe, ist dies noch legit? Also du meinst, um damit dann praktisch durch die Wand zu gucken. Wenn du einen Ping-Spike hast, weißt du, es ist ein Gegner in der Nähe und hinter der Wand. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal weniger schlimm wie das erste. Ja, warum nicht, oder warum nicht? Es könnte ja jeder machen. Das ist wenigstens was, was jeder machen kann. Man kann sich ja auch die Dinge anzeigen lassen in CSGO selbst. Das kann man schon machen. Aber ich denke, es ist eher ablenkend, andauernd auf die Tastatur zu gucken. Außer du verbindest es wiederum mit einem kleinen Ton. Piep! Der dann in deinem Öhrchen kommt. Aber dann geht's schon echt Richtung Abuse, würde ich sagen. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Deutsch wahrscheinlich. Oder Englisch? Beides. Ich fand das immer ziemlich chillig mit den Diktaten. Ich habe da nie Probleme gehabt mit Rechtschreibung. Und hab dann auch, wenn die anderen sowas gefragt haben, wie ja, einer wollte, dass ich immer so step, wenn ein Komma kommt. Und ich hab zu ihm gesagt, hör doch einfach hin, sie liest es doch vor, das Komma. Ne, so ungefähr. Die Worte werden vorgelesen, die ich schreiben soll, und dann, warum soll ich die falsch schreiben? So irgendwie. Natürlich ist es eine ziemlich arschlochmäßige Erklärung, so von wegen, ich kann's und du nicht, aber so habe ich damals nicht gedacht. Ich hab das ernst gemeint und gesagt, es wird doch vorgelesen, was wir schreiben sollen. Ich war einfach in sprachlichen Geschichten sehr, sehr gut, aber war dafür in Mathe ein totaler Vollidiot. Warum hast du mit YouTube angefangen? Beryl und ich wollten Cash verdienen, dickes Cash. Wo kann man deine Config finden? Man findet bis jetzt nur meine Crosshair-Config und die findet man unter meinem Livestream in der Beschreibung bei Specs und ich glaube auch mittlerweile hier in der Videobeschreibung bei Specs. Machst du auch Sub-Fure-Games? Ja, in jedem Livestream. Kannst du mal eine Fallout-Aufnahme im Stream machen? Könnte schwierig werden, weil ich meistens mit den Fallout-Aufnahmen in der Zukunft bin und dann seht ihr was, wo wir noch gar nicht sind, vom Hauptcontent her. Es könnte schwierig werden. Was sagst du eigentlich zur jetzigen Sicht auf YouTube Deutschland oder generell YouTube? Ich bin zufrieden. Was machst du hauptberuflich oder was studierst du? Ich bin gelernter Chemiker, studiere Informatik und im Moment übe ich den Beruf des privaten Medienproducers aus. Gibt es einen Unterschied, wenn man in CSGO die Ingame-Sounds leiser stellt, aber dafür den Regler in Windows lauter macht? Die Frage ist nicht ganz komplett, da fehlt irgendwie noch was, aber ich nehme an, ich weiß was. Also du willst praktisch wissen, was der Unterschied ist zwischen laut und leiser im Spiel und laut und leiser im Windows. Wenn du im Windows den Regler von CSGO auf 0 stellst, dann ist das Spiel auf 0 und es ist egal, wie laut du es im Spiel umstellst, es wird nicht zu hören sein. Und damit regelst du den Systemsound für dieses Spiel. Wenn du das aber auf 100% schaltest, dann kannst du im Spiel nochmal hin und her regulieren. Im Spiel kannst du auch auf 0 gehen, dann ist es auf 0. Im Spiel kannst du aber auch auf 50% gehen, dann ist es auf 50%. Wenn du das Spiel auf 100 stellst und auf Windows 50% gehst, dann wird das Spiel auch leiser. Aber sobald du auf Windows 0 stellst, ist es weg. Würdest du auch mit anderen YouTubern Größe egal aufnehmen, wenn du die Chance hättest? Ja, ich habe es auch schon oft gemacht, wobei ich da grundsätzlich sage, man muss mindestens meine Reichweite haben. Also einfach aus dem Grund, weil ich das, ich weiß auch nicht, ist es jetzt nicht unverschämt, aber ich habe mich nie getraut, einen Großen anzuschreiben. Ich finde, sowas macht man nicht. Man nervt die Großen, die Leute, die über einem sind, nicht damit, dass man gepusht werden will. Weil es ja auch grundsätzlich der Gedanke ist, dass man gepusht werden will, wenn man mit dem Großen zusammenarbeitet. Also wenn es von dem Kleinen kommt, auf den Großen zu, dann will man einfach, dass man dadurch besser wächst. Logisch. Und sowas mache ich eher nicht. Außer dieserjenige ist ein krasser Boy, ist ein guter Kumpel und so weiter. Er hat irgendwelche Referenzen. Wenn mich irgendjemand Fremdes anschreibt, machen wir was zusammen und ich gucke und er hat 30 Abonnenten. Nein. Ich habe schon sehr oft mit Leuten zusammengearbeitet und zum Glück waren es sehr oft größere als ich, die mich angeschrieben haben, wohlgemerkt, wie zum Beispiel Johnny Kasper. Er hatte damals, glaube ich, 30.000 Abonnenten und ich 2.000 und er hat gemeint, ey, wir müssen unbedingt was zusammen machen. Da sage ich natürlich nicht nein. Und das nehme ich auch an, meinst du mit Chance, also wenn sie mich anschreiben, auf jeden Fall. Aber die Größe hat schon eine Wichtigkeit, ja. Weil es, so gemein wie es klingt,
eben oftmals Zeitverschwendung ist, sich mit ganz kleinen Leuten zusammenzumachen. Das weiß ich aber auch nicht von ungefähr, sondern früher haben Wall und ich das sehr stark gemacht. Wir haben so viele Leute unterstützt und geboostet und gepusht und haben dafür nie was zurückbekommen. Und das macht einen über die Jahre, über die Zeit, nachdem man dann 100 Leute so gewurstet hat, geboostet hat, fuckt es einen ab. Die Leute nehmen nur ihren Vorteil und verpissen sich dann. Und deswegen ist mir die Größe da sogar sehr wichtig. Machst du mal ein Video mit Forti? Ich habe schon Videos mit Forti gemacht und müsste echt mal wieder eins mit Forti machen. Doppelte Fragen werde ich übrigens rauslassen. Kann man mit dir reden? Ja, man kann mit mir reden. Wirst du mal einen Song hochladen? Falls ja, wie wäre er aufgebaut? Ja, und ich habe schon einige oder viele Songs hochgeladen. Ihr könnt gerne reinhören und gucken, wie sie aufgebaut sind. Unten habe ich sie, wenn ich es nicht vergesse, für euch verlinkt. Ihr könnt aber auch einfach auf meinen Kanal gehen. Dann geht ihr auf Playlists oder Playlistenübersicht und sucht euch einfach die Musikplaylist. Da sind, glaube ich, schon 13 oder 23 oder 33 Lieder drin. Irgendwas mit 3, glaube ich. Da sind sehr, sehr viele Lieder drin. Ich habe schon sehr viel Musik gemacht, ja. Was ist dein Lieblingsspiel? Kann ich, wie gesagt, im Moment nicht sagen. Was hältst du von ApoRed? Nicht viel. Wann kommt endlich wieder Try Not To Laugh? Ich weiß es nicht. Die Tage müsste bald wieder eins kommen. Hat das FAQ einen Hashtag, einen Rauterich? Nein. Wird es mehr FAQs geben? In Zukunft, also in einem Jahr vielleicht wieder. Ich meine, das macht ja keinen Sinn, die so aufzubringen. Das letzte ist, glaube ich, auch ein Jahr her oder sogar... Nee, ist, glaube ich, ein Jahr alt, oder das letzte? Weiß ich nicht. Machst du noch CSGO? Ja. Bin ich cool? Na, sichi. Kannst du mal Stream-Highlights machen? Natürlich, die gibt's auch schon. Die wurden auch schon gemacht. Die sind auch... Die haben eine eigene Playlist, Stream-Highlights. Wie läuft's bei dir privat mit der Zeit? Kaum vorhanden. Kann nicht jemand einen Link für alle PC-Teile machen? Vielleicht kann das jemand machen, ich weiß es nicht. Und die letzte Frage, suchst du einen Designer? Nein. Falls ich Fragen vergessen haben sollte, tut es mir leid. Ich habe jetzt nochmal durch Twitter durchgeschaut und dann nach Fragen geguckt. Und bei Twitch vielleicht auch nochmal. Ich nehme an oder ich hoffe, dass das erstmal abgedeckt ist, also dass die Fragen, wenn ich welche vergessen haben sollte, hoffentlich irgendwo gedoppelt sind und jetzt dadurch schon beantwortet wurden. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.